Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Höhlenbau, nicht Höhlenbau, U-Bahnbau natürlich. Wir bauen uns unsere eigene Höhle. Wir bauen uns unsere eigene Mit Kaninchen Höhle. Als Monster. Finde ich gut. Monster in Anführungszeichen, ne? Und man das können ganz schöne Monster sein. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Wenn sie zum Beispiel eine Heidenarbeit verursachen, ne? Ja, zum Beispiel. Oder wenn sie einfach frech sind. Echt? Die sind manchmal frech? Ja. Habe ich noch nie Geschichten von dir gehört. Noch nie. Also, die waren immer ganz, ganz lieb. Also gestern, also die sind im Moment total im Fellwechsel. Und Fienchen mag es eigentlich total gebürstet. Bobo nicht. Bobo mag ja aber gar nichts. Bobo hat immer Angst. Bobo ist ein kleiner Schisser. Und dann kämme ich sie so, wie immer. Und dann hatte sie sich hingelegt, weil sie das halt, wie gesagt, mag. Und dann hat sie sich hingesetzt, hat sich geputzt, ich habe so lange gewartet. Dann fing ich wieder an und dann haut sie mir eine. Ich habe voll geblutet. Einfach so, ohne Vorwarnung. Einfach so. Sonst, erstmal eine Schelle geben. Ja, sonst brummt sie ja immer, wenn sie keinen Bock mehr hat oder so. Dann denke ich, okay, dann halt nicht. Ne? Aber diesmal einfach zugeschlagen. Agro-Mädchen. Es ist eine Geschichte von einer bösen Fienchen. Hat irgendwer Lust, draußen Fichtenholz suchen zu gehen? Ich war das letzte Mal schon. Ich so aus. Hier ist noch Fichtenholz. Echt? Wo? Eine Kiste. Welche Kiste? Ich habe alle Kiste. Die ich da hingebaut habe eben. Hier unten am U-Bahn-Schacht. Achso, unten am U-Bahn-Schacht ist ja auch noch eine, stimmt. Komm hier, warte, hier. Ich mach grad mal die Steine. Ist voll viel Eisen, was geht? Was geht? Was geht? Das ist Eisen. Ich grab mich jetzt einfach fröhlich, sobald das geht hier in die Mitte. Ich finde mal ja eine Höhle. Können wir da eine Station bauen? 5 Meter später eine U-Bahn-Station. Da wär's. Über so einem kleinen Kinderkarussell einmal im Kreis fahren und dann, hui, fertig. Genau. So. Freunde der guten Unterhaltung. Oh, Kohle, die können wir gebrauchen. Für die Öfen müssen wir nicht wieder hochgehen. Joa. So. Oh, Eisen. Noch mehr Eisen, Alter, was ist denn hier los? Ich hätte mir mal lieber eine U-Bahn bauen sollen, anstatt immer in Höhlen zu gehen. Das scheint mir sehr, sehr, sehr viel sicherer zu sein. Oh, eine Fledermaus. Noch, wer weiß, was hier. Ach ja, das ist Batman. Batman, in der U-Bahn. Wahrscheinlich finde ich hier gleich irgendwie so einen Spawner oder so und dann, ja. Bin ich schon weit? Och, naja. Dann sind wir denn endlich da. Daran hat mich das gerade erinnert. Bin ich bald da? Das geht jetzt bis zu dem Pfosten. Ein Pfosten. So ein Pfosten aber auch. Ja, wirklich. Denke ich mir auch immer, wenn ich aufstehe, morgens. Weil immer. So. Oh, ich habe tatsächlich eine Höhle gefunden. Ach, Scheiße. Das ist der Oh, es ist ein, wie heißt das? Eine Schlucht? Sogar. Dann bauen wir da eine Brücke drüber, wo die U-Bahn durchfährt und jeder, der da drüber fährt, der wird dann von Skeletten abgeschossen. Das ist doch der Plan, oder? Voll schön, da hat man so Ausblick auf den Wasserfall. Warte, das will ich jetzt sehen. Ups. Ihr seid übrigens eine Stufe zu hoch. Oh, das wird ja, ich weiß, das ist Absicht. Okay. Ja, wir müssen das ja eh ausbauen später noch, deshalb ist es eigentlich egal. Wow, die... Na gut, nach oben hin schon eine Riesenschlucht. Was machst du schön? Voll, ne? Ich gucke einfach nur gegen die Wand und hau nach oben und unten. Wo ist eigentlich Keksi, wenn ich fragen darf? Ich hol Fichtenholz. Echt? Oh, das ist lieb, dankeschön. Aber hier sind irgendwie nicht so viele Fichtenholzbäume. Guck hinten bei deiner Taverne. Da hatten wir auch extra welche gepflanzt. Ach so, stimmt. You're right. Right. Wie breit ist dieser Schacht hier? 4 oder 5?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Also von dir aus 5 in die andere, 5 Blöcke noch nach links. Jawohl. Aber höher darfst du, glaube ich, noch einen ich höher. Ich weiß, ja. Na doch, einen darfst du noch in die Höhe. Boah, Alter, mich schießt hier gleich irgendwas ab und dann schreie ich. Ich sehe es genau. Einen darf ich noch in die Höhe? Achso, nach oben hinbauen, ja. Ja, genau. Die Höhe ist nach oben. Ich glaube, wie die Decke ist, ne? Ja, genau. Sechs. Oh, passt doch. Mal gucken, ob ich hier beim richtigen rauskomme. Wo willst du denn rauskommen? Sechs. Hoffentlich wieder da, wo ich angefangen habe. Achso, du hast es in die Breite gebaut und jetzt gehst du wieder das ganze Stück genau. zurück. Genau. Dann haben wir wenigstens hier mal so einen Zwischenpunkt zu diesem Grand Canyon hier und dann... Checkpoint. Genau. Boah ey, wenn mich jetzt hier von hinten irgendwas abschießt, dann... Nee. Dann ich brauche hier mal so einen Stein. Alter 4. Ja, wirklich. Auf Anhieb. Hier aus dem Fenster. Oh, Kohle. Ups. Ich hab nur noch 4 Fackeln. Oh. Komm her, ich hab 40. Ja, toll. Ich bin auf dem Weg. Ich kann mir noch welche machen, ich habe ja Kohle gefunden. Eine Mod, womit man sich so ein Bohrer da craften kann, die selber auch im echten Leben haben. Gab's das nicht früher wirklich mal diese, da gab's eine Mod, das habe ich mal bei einem beliebten YouTuber gesehen, Ronk, der hatte damals, als er die Monsterfalle da gebaut hatte, da hatte er doch den, also eine Mod für einen Bohrer, für einen Diamantbohrer. Ja. Hast du ihn nie? Nee, gleich, das war eine Faust, kein Bohrer, Entschuldigung. Ja, die Faust war komplett falsch. Boah. Bitte was? Faust Gottes, boah. Voll die Ausrede, damit er da einfach nur so rumhauen kann, er hätte genauso gut den Kreativmodus wechseln können. Alter. Was zockt ihr eigentlich so zurzeit auch noch anderes? So außerhalb von Aufnehmen und Steffi außerhalb von Minecraft? Irgendwie gar nichts. Echt? Ich dachte, du hättest jetzt mit Stardew Valley angefangen. Ja, aber da bin ich ja noch nicht so weit. Oh, ich bin da. Bin ja nicht so wie ich so. Bei 34 Spielstunden. Nee, ich weiß nicht, wie viel ich da habe. Ich habe da jetzt ja nur mal so reingeschneit. Dann mal gucken. Kriegst du bei dir? Ich spiele ohne Aufnehmen eigentlich so gut wie gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Aber das macht auch nichts. Dann habe ich schließlich zum Aufnehmen immer irgendwas, worauf ich mich freuen kann. Neulich Uno gespielt mit meiner Nichte. Haha, zählt das? Trinkspiele. Ja, erzähl doch mal, Steffi, was hast du denn dafür so auch für Erfahrung? Oh, ich mag Trinkspiele eigentlich nicht. Also, kommt drauf an, was es für welche sind, aber die meisten, das dauert mir einfach zu lange. Du willst lieber direkt trinken. Ja, ich finde das irgendwie nervig, wenn du dann da sitzt und dann... Du willst gerne was trinken, aber das Spiel sagt wirklich, nein, du musst jetzt erstmal verlieren. Ja, wirklich, ist so. Finde ich irgendwie doof. Und da du ja so ein Glücksstein bist und immer alles gewinnst, Hilfe. Fällt es dir ja bestimmt auch schwer zu verlieren. So diese Trinkspiele von wegen, keine Ahnung, man guckt einen Film und jedes Mal, wenn irgendein Wort fällt, dann darfst du was trinken, das finde ich okay. Aber ansonsten so diese, oder so Flunkyball oder sowas, das finde ich auch okay. Was? Also was war das nochmal? So ein typisches, dieses Festivalspiel, also du hast, eine Flasche, eine Wasserflasche oder so in der Mitte stehen
Und dann zwei Teams, quasi links und rechts davon aufstellen. Ich bin so gut im Erklären einfach. Und diese Flasche in der Mitte wird halt versucht umzuwerfen mit dem Ball. Und wenn die Flasche umfällt, darf das Team, das geworfen hat, den Ball geworfen hat, trinken. Und die andere Mannschaft sozusagen muss in der Zeit die Flasche wieder aufstellen, sobald sie gefallen ist. Und sozusagen darf die andere Gruppe halt trinken. Und wer als erstes leer hat, hat den gewonnen. Oder so dieses Bierpong oder sowas. Das habe ich aber noch nie gespielt, aber das... Na gut, das kenne ich schon, aber noch nie gespielt. Ich habe schon tatsächlich schon mal gespielt. Und Steffi kennt sich einfach aus. Ja, irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Trinken ist doch eine schöne Alternative. Ein Kumpel von mir hat nämlich bei uns in einem Geschäft diese amerikanischen Trink... Becher, diese typischen halt gefunden. Ja, diese Plastikbecher da, ne? Genau, diese Red Cups oder wie sie schimpfen. Und dann, oh Gott, jetzt können wir diese tollen Spiele spielen. Und ja, dann wurde halt Bierpong gespielt. Bierpong, ein Spiel für die ganze Familie. Ja. Ich weiß gar nicht, wie diese anderen Spiele alle heißen. Da müssen Karten und sowas, wo man dann da... Davon habe ich noch nie was gehört. Finde ich auch doof, darum habe ich mir das nicht gemerkt. Das ist eine gute Regel. Alles, was man doof findet, merkt man sich nicht. Genau. Ansonsten einfach, hier hast du eine Flasche und Prost. So. Einfach und unkompliziert. Weiß ich gar nicht, was du sonst hast. Ich kenne mich in Trinkspielen überhaupt nicht aus, weil ich nicht viel trinke. Weil ich, glaube ich, auch nicht viel vertragen würde. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es noch nie herausgefunden. Alles oh, hier ist ein Creeper. Ey, willst du helfen, einen U-Bahn-Schacht zu graben, Creeper? Ja, ich cheat oder jagt mir mal die Luft. Alter, man braucht viel mehr Schläge, um den Creeper zu töten. Ich habe 4 Schläge gebraucht mit dem Eisenschwert. Sonst habe ich immer 2 bis 3 Schläge gebraucht. Sagst du das? Hier hinten ist auch irgendwo ein Zombie unterwegs. Also wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du den mal suchen. Weil du dir auf deiner Brücke oder wo? Ja, irgendwo da hinten in dem Grand Canyon und dann irgendwie mal so eine Mauer hochziehen oder so, damit ich in Ruhe bauen kann. Wir wollen keine Mauer bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Genau. Ja, damals. Wann war das? Wir sind auf jeden Fall... Irgendwann in den 60er Jahre. Ich weiß nicht, wann wer war es da gesagt. Notfalls sagt man immer damals, wenn man keine Ahnung hat. Damals, genau. Aber gut, in der Geschichtsklausur geboren, also oder mündliches Abi. Damals. Wann war das? Damals. In der Geschichtsklausur, so wenn man Daten auswendig lernen muss. Wann war das? Damals. Das muss ich bei meiner Geschichtslehrerin überhaupt gar nicht. Ich musste es zum Glück auch nicht, da war ich sehr froh drum, weil sowas kann ich mir nicht merken. Ich auch nicht. Das ist das Ekelhafteste überhaupt, sich da so Daten merken, so. Oh. Ich finde ja auch, der Zusammenhang reicht ja auch. Und dann vielleicht ein paar wichtige Daten, ne, die ich jetzt auch fürs mündliche Geschichtsabi auch lernen sollte, ne, die nächsten Tage. Aber nicht jetzt zum Beispiel, an welchem Tag wurde die und die... hi, Kixi, darf ich Holz haben? Ja. An welchem Tag, also auf den Tag genau, wurde jetzt die und die das und das Gesetz gegen die Juden, das ihnen verboten hat, das und das zu tun. Ne? Weißt du, wie ich das meine? Ja, das ist schon sehr explizit. Genau, sehr explizit, genau. Das meine ich. Das hatten wir damals in so einem, oh Gott, ich weiß den Titel nicht mehr, wir haben da so ein Buch gelesen. Ach du Scheiße, ihr habt ein Buch gelesen. Mein Buch gelesen. Das wäre schon Schande. Ich war auf der Realschule, ich habe ein Buch gelesen, aber da war eben so eine Story. Ich glaube, das war auch, es war nicht das Tagebuch Anne Frank, aber es war so tagebuchmäßig geschrieben von einer Familie, also zwei Familien. Die eine war halt jüdisch und die andere nicht. Hui. Coole Geschichte. Die hatten Kinder, oder beide, zwei Jungs, soweit ich, also jeweils zwei Jungs und der eine Junge aus der nicht-jüdischen Familie hat dann eben so Tagebuch geführt und so geschrieben, was seine Nachbarn jetzt dürfen und was nicht, und die waren dann auch befreundet, die Jungs, und er fand es dann doof, dass sie nicht zusammen ins Kino gehen konnten und solche Sachen, weil dann die Gesetze erlassen wurden, und da war das immer so mit Jahreszahlen dann versehen nachträglich, aber ansonsten habe ich da auch keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Ich auch nicht wirklich.
Aber wie gesagt, Gott sei Dank muss ich nicht für mein Abi können. Außer das Wichtigste vom Wichtigen. Ich habe auch Geschichte nicht gehabt als Prüfung. Ein Standard dummer Realschüler. Ich hatte nur Mathe, Deutsch und Englisch und mündlich Erdkunde und Mathe. Mündliche Matheprüfung, Erdkunde war nichts, aber Mathe, Alter, boah. Mathe mündlich? Ja. Aber der bisher mein größter Erfolg in irgendwelchen schulischen Sachen. Ich habe eine 1 bekommen, möchte ich schon mal betonen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber. Nein, hast du tatsächlich noch gar nicht erzählt. Boah, da muss ich nochmal extra betonen, ich habe in der mündlichen Matheprüfung eine 1 bekommen. Das ist ja, wovor es mich am meisten kraut, dass ich das. Also. Ich habe ja jetzt Mathe geschrieben am Donnerstag und ich glaube nicht, dass ich besser war als mein Schnitt davor. Ich glaube auch nicht, dass ich schlechter war. Aber ja, ich warte mal das Ergebnis, aber trotzdem, das ist, glaube ich, das, wovor man am meisten Angst hat, in die mündliche Nachprüfung in Mathe zu kommen. Nee, es war keine Nachprüfung, es war wirklich so eine weil du nicht wusstest, was du sonst sozusagen nehmen sollst, oder? Das war so schön, weil ich stand in Mathe zwischen 2 und 3 und ich habe aber gesagt, so 3 finde ich völlig in Ordnung für Mathe. Und hab dann die Prüfung geschrieben und das war dann eine 2 und stand dann halt noch so auf Kippe. Und meine Mathelehrerin, weiß ich noch genau, sie kam an dem Tag mit den Ergebnissen rein und meinte, ja, ich hole euch jetzt einzeln aus der Klasse und es gibt 2 Leute, da würde ich gerne, dass sie eine mündliche Prüfung machen. Und ich dachte so, oh Gott, bei deinem Glück, ne? Dann sitzt sie da gleich und sagt, du musst in die scheiß mündliche Prüfung, ne? Oder das müssen, das war mir überlassen, ja. Und ich war relativ mit am Anfang dran von denen, die rausgerufen wurden. Und ich betrete diesen Raum und auch bevor ich mich hinsetzen konnte, ich möchte, dass du in die mündliche Prüfung gehst. Ich dachte, ich sterbe. Ja, und du brauchst aber eine 1, um dann auf die 2 zu kommen. Hm? Natürlich. Und du hast es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, vor allem die Prüfer, sie war die stellvertretende Rektorin. Und wer dann noch dabei war, war dann der Rektor. War toll. Wenn du dann so stehst vor Schulrektor und vertretende Rektorin und musst da eine Poetteprüfung machen. 2 Leute. War nett. Dann war ich noch die allerletzte Prüfung aus diesem gesamten Jahrgang, also wirklich danach mal nichts mehr. Also es war irgendwie sehr gruselig. Ich habe die auch dann beieinhalb Augen zugedrückt. Wer? Die beiden Prüfer. Weil, also ich hatte mich einmal verrechnet in diesem, musste an der Tafel rechnen, das war jetzt natürlich dann nicht so vergleichbar mit dem Abi natürlich. Aber haben dann so gesagt, ja, wir geben dir aber noch die 1 und dann war es gegessen. Ja, sonst wäre es ja auch umsonst gewesen, dass du die Prüfung dann machst. Ja. Wenn du keine 1 bekommen hättest, dann hättest du genauso gut sagen können, ja, scheiß drauf. Das war noch voll das Drama, weil meine Klassenlehrerin, bei der hatten wir Englisch, die wollte, dass ich unbedingt Englisch in die mündliche Prüfung mache, damit ich eine 1 in Englisch auf dem Zeugnis kriege. Aber ich habe gesagt, soll ich mir eine 1 in Englisch nehmen? Lieber eine 2 in Mathe als 1 in Englisch. Mhm. Das ist doch irgendwie sinnlos. Und dann haben die sich dann auch irgendwie voll in die Haare gekriegt, deswegen. Das war nein, Steffi, toll, mach bei deine mir Prüfung. Nein, ja, wirklich, bei mir. Sie ist meine Lieblingsschülerin. Lehrer. Nein, meine Lieblingsschülerin. Richtig toll, wenn sich die Lehrer dann noch um deine mündliche Prüfung streiten. Ja. Bei mir würden sie sagen, okay, was, du willst keine mündliche Prüfung? Okay, weniger Arbeit für mich. Ja, das war dann Mathe und Erdkunde. Erdkunde, da wollte ich das machen, weil ich dann auch zwischen 3 und 2 stand. Und das war das einzige von diesen Fächern, die ich dann noch mündlich dann machen wollte, weil so Bio oder Chemie oder boah, ne, wollte ich nicht. Obwohl ich glaube, Bio war sowieso okay. War so Chemie oder Physik, boah, ne. Hab ich Erdkunde gemacht und das war dann super easy. Die Weltkarte zeigt mir, wo das und das liegt und dann echt jetzt? Nach 5 Minuten über irgendein, waren das Klimaerwärmung, was? Klimawandel und sowas. Klimaerwärmung, was? Aber irgendwie Klimawandel geredet. Dann war das auch gegessen. Auch sehr schön, weil ich war so aufgeregt, das war die erste Prüfung, die wir so generell da hatten in mündlich. Ansonsten hatten wir vorher immer nur Referate. Und ich war so aufgeregt und dann am Ende bei der Besprechung, ja, wir waren so beeindruckt, wie ruhig du geblieben bist. Und ich dachte, ich explodiere da. Das ist so, oh Gott. Das war sehr lustig. Halt ein cooler Stein. Boah, ja. War nur die Ausbildungsprüfung, das war noch schlimmer. Die Abschlussprüfung in der Ausbildung. Boah, alter Schwede. So gestorben, ich will nie wieder sowas machen. Nie wieder. Oh, ich habe alles falsch gemacht. Pixi, du hast lange nichts mehr gesagt. Nö. Nicht, dass die Zuschauer denken, du wärst eingeschlafen oder so. Nö, ich bin noch da. Ich wollte nur diesen Monolog nicht unterbrechen.
meine spannenden Schulgeschichten. Genau. Ich wollte mir eigentlich eine Spitzhacke machen. Und jetzt vergessen. Ich habe eine für dich, wenn du in der Nähe bist. Bin schon wieder fast oben. Okay. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Die Kohle ist alle. Oh nein. Wir brauchen Kohle. Wir haben keine Kohle mehr. Wir überfallen die Bank. Hexi, zieh mal los und überfallen eine Bank, die wir heimlich gebaut haben, die keiner kennt. Ja, wir bauen jetzt eine Bank und dann überfallen wir sie. Huch. Was tue ich denn da? Ach so, ich weiß wieder, was ich tue. Hm. Ich glaube, die Folge nenne ich damals in der Schule. Was in der Schule? Wow, wie spannend. Wollen bestimmt ganz viele Leute dann gucken, wenn ich das schreibe. Soll ich noch irgendeine Skandalstory auspacken, damit du einen richtig tollen Titel nehmen kannst? Boah, sag mal. Hat der Hausmeister irgendeine Lehrerin? Nein, sowas gab es wohl nicht. Ich überlege gerade, ob sowas gab. Nee, weiß ich nicht. Da kannst du auch richtig über Mitschüler, ehemalige Mitschüler ablästern hier. Guckt eh keiner zu. Also von denen. Ich habe mich tatsächlich eigentlich mit den meisten ganz gut, was heißt gut verstanden. Ich mochte viele nicht, aber das habe ich dir nicht gezeigt. Das kenne ich. Also, weiß ich nicht, ich war immer zu nett zu allen und im Danken habe ich dann so, hast du dich gemacht. Lass mich in Ruhe. Genau. Ich hatte immer nicht so richtig Bock auf die meisten da. Ja. Keine Ahnung, wir waren immer eine Klasse, die hat alles kaputt gemacht. Bitte was? Wir haben sogar zweimal sogar Fenster zum Bruch gekriegt. Echt? Ja. Das eine Mal war sehr schön, das war einfach wirklich eine chaotische Klasse. Da ging es, wie war denn das? Da hatten einige Jungs aus der Klasse mit einer Stiftablage Baseball gespielt, was ist das? Eine Ablage halt, wo du Stift reinpackst. Okay. Also einfach so eine Holzschale quasi. Ah, okay. Da kommt ein Lehrertisch vorne und da lagen dann so Stifte drin. Und die war halt irgendwie so länglich, keine Ahnung, wie so ein Brett halt. Und ich kam dann auf die Idee, das könnte man als Schläger benutzen. Und haben dann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendein Schrott dann durch die Klasse geschossen damit. Steffi, einen Moment, ich hatte verstanden, du kamst auf die Idee. Du meinst, die anderen kamen auf die Idee, ja, ne? Die anderen. Nein. Ich dachte mir auch schon so, passt da jetzt überhaupt nicht die Geschichte rein. Ach, voll lieb, nein, das waren dann eben. Und dann haben die mit voller Wucht dann irgendwas gegen ein Fenster gebrettert. Ja. Das Fenster hatte dann erstmal schnell einen Riss. Und so wie sie dann eben waren, so, oh, das merkt keiner, ne? Das hat auch wirklich das merkt keiner gemerkt. Nee, überhaupt nicht. Wirklich, bis dann die Putzfrauen irgendwann ankamen und so, ich wollte das Fenster putzen und dann war da so ein Riss in der Fensterscheibe. Wie kam der denn da rein? Ne? Den haben wir noch nie gesehen, also ich weiß nicht, wovon sie reden. Ne? Aber in der Sache, wir waren immer sehr, also wir haben gut zusammengehalten als Klasse, da hat keiner dann irgendwie gepetzt oder so. Mhm. Dann haben die auch noch, da gab es einen Tag der offenen Tür und in unserer Klasse war dann eben so der Kuchenverkauf, den es so typischerweise gibt, denke ich mal. Der typische Kuchenverkauf. Genau. Und dann war denen irgendwie langweilig irgendwann und dann kamen die auf die Idee, Kaffeepulver hinter irgendwelche Schränke zu kippen. Also Kaffeesatz quasi. Ja. Und dann beim Ausräumen der Klasse, als wir dann fertig waren, überall hinter diesen ganzen Schränken, dieser ganze Kaffee dann da. Ja. Ich weiß nicht, was das für... Ach, nee. Macht ihr das auch zu Hause, Kinder? Das ist ja wirklich, dieser Standardspruch. Das war ziemlich kompliziert. Dann hatten wir das teilweise auch nochmal in Vertretungsstunden. War das immer so der Gag der Stunde. Wir hatten noch... Heute gibt es ja wahrscheinlich überall nur Whiteboards. Wir hatten ja noch so richtige Tafeln. Nee, wir haben auch überall richtige Tafeln, außer den Informatikräumen. Okay. Nee, aber es ist auch eine arme Schule, von daher... Wir hatten diese Tafeln, aber die waren nicht direkt an der Wand angebracht, sondern standen so ein bisschen von der Wand weg und hatten dann so eine extra Halterung. Das heißt, man konnte quasi hinter die Tafel stellen. Dann war das so allgemein, wenn dann irgendwie Vertretungsstunde war, also irgendwer, der die Klasse nicht kannte, hat sich, meistens war es, ich sag mal, der Klassenclown hier so, hinter diese Tafel gestellt. Mhm. Und die Klasse dann so, ja, der ist heute nicht da, der ist krank. Und hat dann während der Stunde hinter der Tafel irgendeine Scheiße gemacht. So, hat die Tafel dann irgendwie nach oben geschoben, wenn der Lehrer sie nach unten gezogen hat und solche Sachen. Das war halt so eine Sache. Ja, das war wirklich, es war spannend. Als Außenstehender dazu zu gucken ist immer schön spannend, ne? Ja, aber das war wirklich, also nee.
während den Abschlussstreichen, uns wurde irgendwie dann alles verboten, weil wir eben so eine Scheiße gemacht haben. Da hat der Hausmeister dann gesagt, so, nee, ihr kriegt keine tollen Abschlussstreiche, ne? Und hat uns aber irgendwie nicht so interessiert. Ja, wir haben dann irgendwie versucht, mit Schließfächern Türen zu blockieren und sowas. Und haben Klebeband vor so Gänge, also von Wand zu Wand geschmiert und sowas. Das war, ja. Aber wir durften niemanden anmalen, leider. Durfte niemanden anmalen. War schnell wie sehr traurig. Ja, das war fies, weil die Jahrgänge davor, die durften immer mit Edding, wohlgemerkt, mit Edding die Leute bemalen, teilweise sogar im Gesicht haben sie es einfach gemacht. Oha. Und bist dann damit, keine Ahnung, Abschlussklasse 2000 sonst sowas durch die Welt gerannt, ja. Durften das nicht, das war gemein. Ja, ist auch ehrlich gesagt gemein, mir das mit Edding drauf zu malen. Ja, aber es war, weißt du, da bist du jahrelang bis zum Schlimm angeschmiert und dann. Machst du das selber nicht? Das ist genau das gleiche bei uns an der Schule, denn wir sind der erste Jahrgang gewesen, der nicht mehr mit Wasserpistolen am letzten Schultag rumlaufen und das ist doch eigentlich auch harmlos. Ja, aber der letzte Jahrgang, der vor uns, hat Alkohol in die Wasserpistolen reingefüllt. Oh, cool. Ja, und fanden die Lehrer dann nicht so lustig und da hieß es dann so, nö, ihr dürft das dieses Jahr nicht. Und das ist angeblich mit allen anderen Schulen in der Stadt auch besprochen worden, die das dieses Jahr nicht dürfen. Das ist aber schlicht Dummheit, oder? Also, wer macht denn sowas? Ja, vor allem, die kriegen keinen Ärger dafür. Wir bekommen den Scheiß Ärger. Ja, also, bestimmt haben die auch irgendeinen Tadel bekommen, aber die waren ja fertig, die konnten ja, ne? Ja, das ist es halt immer. Und bei uns drohte dann halt so, wer überhaupt irgendwas mit Wasser macht, der wird von der Abschlussfeier, also ne, Abiball, der noch ansteht, ausgeschlossen. Ne? Und ja. Wir hatten dann noch, dass wir so Süßkram irgendwie geschmissen haben oder so. Durch die Klassen, während der Unterricht war. Aber kein Geld. Kein Geld, um Süßkram zu werfen. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkam, so karnevalsmäßig, weißt du, da hat man so einen Feuerwagen und dann da so Musik drauf. Und dann durch die ganzen Klassen und also wir hatten das auch, ich weiß gar nicht, ist das normal, dass wir für jedes Fach irgendwie so einen extra Raum hatten? Irgendwie für Bio und für Chemie und Kunst und. Die Fachräume, ja, da haben wir auch extra Räume, aber so Sachen wie Erdkunde, Deutsch und sowas. Da also diese Standardfächer auch nicht, aber so halt für manche Fächer hatten wir so ein Extrazimmer. Und da sind wir dann halt durch und manche Lehrer fanden das dann lustig, manche eben nicht so. Aber ja. Die Lehrer gibt's immer. Oha. Was sagt eigentlich die Uhr? Oh, die Uhr sagt, wir müssen ganz dringend, ja. Du sagst, Steffi labert zu viel. Ich will irgendeinen Gong nachmachen, dass jetzt quasi Schulende ist. Nein. Okay. Ich weiß nicht, wie das klingt, ich bin schon so lange raus. Da muss ich auch so viel darüber reden, weil ich die Tools halt so vermisse. Ich gehe mal zu Steffi, weil die hier in der Nähe ist und dann, hi. Oh, hallo. Komm, wir machen Folgenende, oder? Ja, mach mal. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr könnt auch lustige Schulstories erzählen. Schreibt sie doch in die Kommentare. Schreibt Schulstories in die Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare. Seid ihr ein Mensch? Mensch, schreibt es in die Kommentare. Und wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare. Was seid ihr und wie seid ihr es geworden? Und kann wie ich kann werden? Ich da mitmachen? ja. Man merkt, es ist Freitagabend und wir sind alle ein bisschen durch. Aber wir sind immer durch. Egal welcher Abend es ist. ja, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Minecraft. Tschüss! Tschüss!